Okay, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Splatoon 2. Die letzten drei Parts sind ja jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich habe ja im letzten Infovideo zu der Zukunft des Kanals schon gesagt, dass wir den vierten Part noch hochladen. Das wird der letzte Part dann vorerst sein von dem Offline-Projekt. Mehr haben wir uns nicht erspielt, aber ich bin trotzdem schon glücklich, dass ihr 5 Likes auf das erste Video geschafft habt. Schon mal danke dafür. Das erste Mal, dass ihr ein Event von mir einhalten konntet. Und mehr verlange ich doch gar nicht. Ja, auch die einfachen Dinge im Leben machen es. Genau, und deswegen machen wir heute den vierten Part von Splatoon, in dem wir in Welt 2 waren. Ja. Und in Welt 2 haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Level gemacht. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Genau, also heute passt es von der Zeit und ja, da ich es wie gesagt angekündigt habe, kommt jetzt hier der Part. Allerdings zu den Plänen. Es wird das letzte, be erstmal bekannte Video sein, was ich mit dem Handy aufnehmen werde. Clash Royale wird noch kommen. Und ich werde auch noch Parts machen, wenn Events anstehen. Zum Beispiel ein neues Projekt in Form eines neuen Spiels, was rauskommt und ich will es mit euch spielen. Oder irgendwas anderes Schnelles, was noch irgendwie wichtig ist, euch zu demonstrieren mit dem Handy. Da ist ja keine gute Wahl, des Videos zu machen. Will ich das jetzt wirklich, sag ich mal, verringern? Verringern, genau. Verringern und deswegen kommt das jetzt nicht mehr. Bis zum 23. März, wie ich es euch gesagt habe. Genau. Wir haben. Ja, was haben wir eigentlich? Warte, hier haben wir schon Zone 1 geschafft und Zone 2 auch, so wie es aussieht. Ach ne, das sind Zonen, das sind die Welten, nicht dunkel. Haben wir überhaupt schon Level 1 gemacht? Wir haben den ganzen Level freigeschalten. Wir springen mal kurz zu Level 1. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Kann man das auf der Karte nicht machen? Doch, oder? Warte, wir springen mal kurz. Wir haben Level 1 noch nicht gefunden. Ach nee, warte mal. Das war ja so. Hier ist Level 3, genau, hier ist Level 4. Nee, das wurde gemacht. Level 4 haben wir gemacht. Level 5 müssen wir jetzt machen. Genau, Level 4, da ist nämlich das Bild da. Daran kann man das perfekt sehen dran. Hier, das Level 4 ist gemacht. Und somit machen wir jetzt hier das nächste Level und zwar zu rettende Elektrowelt noch 5. Und wir machen das fünfte Level. Surfen im Octopark mit Vorgabe von Artie sogar. Aha. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz zu der Sache. Wenn ein besonderes Event ansteht, zum Beispiel Mario Odyssey, was ja auch die Weihnachten rauskommt, also im Winter, dann werde ich auf jeden Fall noch mal wieder drei Let's Shows machen. Und ich habe ja auch für die Leute, die mich jetzt schon länger gucken und die das noch wissen, habe ich am ersten Splatoon-Part gesagt, dass wir ein Online-Projekt noch machen werden. Aber das werde ich dieses Mal nicht mit dem Handy machen, sondern ihr werdet euch gedulden, bis ich die Capture Card habe, denn ich finde, es ist besser, das mit besserer Qualität dann schon aufzunehmen, genau. Weil das halt einfach, das haut einfach besser hin. Dann wisst ihr schon, habt ihr schon mal einen Geschmack, wie es aussehen wird, wenn wir das Splatoon nochmal spielen. Die Veränderung zwischen der Grafik und der Grafik, die wir dann haben werden. Und deswegen wird das jetzt hier der letzte Part sein, den ich euch sage. Danach kommt Mario Odyssey und so. Und dann die nächsten Splatoon-Parts werden dann am bestimmten Tag kommen, wo ich die Capture-Card dann für euch präsentieren werde. So, gehen wir jetzt erstmal hier in die Vorgabe von Art hier rein. Also heißt eine neue Waffe, eine neue Bombe, irgendwas Neues auf jeden Fall. Octopark sieht auch voll cool aus. So, da ist es schon. Nehmen wir das hier. So kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Ach, jetzt kommt schon der Heldendoppler. Das sind die Heldendoppler. Drücke beim Feuern im Laufen B, um zum Ausweichen zu rollen. Du kannst in jede Richtung rollen. Probier es aus. Genau, also drücke beim Feuern im Laufen B, um zu rollen. Genau, zum Glück spiele ich diese Dinger sehr beliebt im Revierkampf, denn damit kann ich mit diesen Dingern bestens umgehen. Und zwar ein paar kurze Tipps, die Artie noch nicht gesagt hat. Der Tintenverbrauch von diesen Waffen ist extrem hoch. Hier im Heldenmodus vielleicht nicht. Warte, wir gucken mal kurz nach. Naja, nicht unbedingt so. Also im Online-Modus ist der Tintenverbrauch höher. Aber sie haben eine übelst krasse Feuerrate und man kann halt eben das hier. Zack. Und dann kann man mit gegnerischen Angriffen ausweichen und dann guckt euch das an. Ihr seht, beim Schießen sind zwei Kreise zu sehen. Das bedeutet, dass wir zwei Waffen haben. Allerdings, achtet mal, wenn ich jetzt springe, diese zwei Kreise werden sich gleich vermischen. Achtet drauf. Warte. Zack.
Ein Kreis. Seht ihr jetzt? Ich habe jetzt einen Kreis. Und, das sieht, und somit mache ich auf einen gezielten Punkt verdammt viel Schaden. So mache ich auf, ja, auf einen relativ großen Bereich guten Schaden. Und wenn ich das hier mache, dann ist es wie ein Konterangriff. Ich kann ja auch zweimal springen, glaube ich. Oder bist du, kann ich bis zu dreimal springen? Warte, ich teste es mal kurz aus. Ja, genau. Also ich kann zweimal ganz schnell springen. Und somit kann man hier gucken, wenn der Gegner kommt. Zack, zack. Und dann auskontern. Und das tue ich im Online-Modus gut einsetzen. Und das hilft perfekt. Er hat halt auch gerade gesagt, du kannst zweimal hintereinander rollen. Danach musst du kurz warten und dann geht's weiter. Also, alle meine Lieblingswaffen zu tun. Und mir gefällt auch diese Stage hier. Die ist ja mega cool, Alter. Octopark. Die Musik ist auch cool. So, das sind diese ganz coolen neuen Dinger, wo man jetzt. Also, normalerweise muss man das hier machen, aber hier drauf kann man hier richtig sliden, Alter. Und dann fällt man runter, wenn man sich nicht bewegt. Aber beim Surfen, das sagt sie, kann man auch schießen, um die Ballon zu kriegen. Also man kann springen, aber ja, ist nicht empfehlenswert. Wenn man damit keine Kontrolle hat. Wie ich. Gut. Also wie gesagt, das Spiel macht mega viel Spaß, auch wenn es schon längere Zeit draußen ist. Es macht so viel Spaß, selbst jetzt noch. Und ja, und also dieser neue Modus, der, ich habe gehört, das sind die Bosse schwerer. Wir haben ja schon einen gemacht, da haben wir es noch nicht gemerkt. Aber auch die anderen Sachen, es gibt mehr Level und es ist einfach cooler. Es ist halt einfach Splatoon 2. Also wie gesagt, die Leute, die die Wii U hatten, sind ziemlich angepisst, so wie ich. Ich hatte ja auch die Wii U und hab sie immer noch. Und dann halt eben mitzuerleben, wie eine neue Konsole rauskommt, die eure Konsole, sag ich mal, zu Fall bringt. Und dann auch noch alle Spiele, die die Wii U so stolz gemacht haben. Mario Kart 8, Splatoon. All diese Spiele, die die Konsole so stolz gemacht haben, die bekommt die Switch auch in einem Remake. Was nicht mal für die Wii U-Spieler als kostenloses Update oder wenn dann schon kostenpflichtiges Update dazukommt. Nein, knallhart. Die werden einfach Schlag in die Fresse bekommen und das war's. Auf den Surfschein kannst du dir den Tintenfischring schnappen. Achso, jetzt wird das hier eine Einübung, aber wir hatten das schon mal ganz kurz. Aber jetzt wird da hier ein bisschen Tutorial zu den Surfdingern noch angegeben. What's that here? Ich hab fast da reingefallen. Da komm ich nicht hin. Aua. Da habe ich schon diesen Punkt hin. Ja. Doch, ja, stimmt. Wir haben fast vergessen, wir haben ja noch sammelbare Items hier zu finden. Genau. Dann auch zu dem Thema mit der Switch. Ich find's schade, aber ich habe sie halt eben nur mal bekommen. Und das war dumm. Ich habe sie nun eben mal zur Jugendweihe bekommen. Und ja, da kann man nicht Nein sagen, aber ich hätte sie mir auf keinen Fall gekauft. Das wär zu viel Geld gewesen. Die wird auch irgendwann nicht mehr in sein. Und dann kann man immerhin sagen, ich habe sie gratis bekommen. Und dann ist es nicht so schlimm, als wenn man sagt, ja, ich habe wieder Geld ausgegeben. Für eine Konsole, die danach unbeliebt ist. Und somit ist es akzeptabel. So. Also das ist wirklich so ein Level für diese komischen Schienen. Wie sollte ich denn springen? Ich den aufladen, Gegner auslocken und rausspringen. Boah, wie stylisch der Gute ist. In den Doppeln kannst du dich direkt auf den Surfschein. Kannst du auch echt? Ich kann direkt auf den Surfschein rollen. Okay, muss wirklich testen. Ob wir damit direkt rollen können. Wieso? Hä, das ist aber auch. Eine Surfschiene, nichts wie drauf. Wir haben die ganze Zeit Surfschienen gehabt und jetzt fragt er eine Surfschiene, nichts wie drauf. Ich glaube, die ist Secret. Naja, die ist Secret gewesen. Aber war es das eigentlich so Secret hier? Oder kommt da doch was? Ja. So, ich will jetzt trotzdem mal kurz testen, ob ich rollen kann. Das sieht ein bisschen komisch aus, ich kann das schwer zeigen, aber ja, ich habe da irgendwas. Ja, und ich kann dann sogar während ich springe richtig steile schießen, Alter. Wie cool ist das denn? Zack, Alter! Bäm, 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 bäm! Oh, cool. So, wir müssten mal eine der beiden Sachen finden. Also, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass wir eine vergessen haben. Warum gibt es diese Turbinen hier? Was auch runterfällt. Aber ich gehe da jetzt trotzdem mal runter, denn man weiß ja nie. Ich meine, unten könnte man was verstecken. Und also man soll ja auch wieder hochkommen, verkackt wahrscheinlich, aber
Es ist schon relativ schwer, hier durchzukommen und daher. Konnte ich mir das gut vorstellen. Aber hier ist nichts. Okay. Dann nicht. Müssen die Garon hinten ein, oder? Ja, gut, ich habe eine Rüstung an, deswegen tanke ich eigentlich, aber also trotzdem. Sollten wir aufpassen vor diesen komischen Dingern da. So. Zack! Zack! Was? Okay, das war jetzt aber auch komisch. Ich habe nichts getan. Ich bin normal gesprungen, er hat es einfach nicht geschafft. Oder? Ja, genau. Und oben drauf. Was für Lohnung gibt es dafür? Ein Ticket. Ah, okay. Sehr schön. So, wenn ich es nicht finde, wenn ich nicht beide Secrets finde, werde ich das dann mit einem kurzen Cut dann immer für euch reinschneiden, wo das denn war. Und ihr wollt ja auch noch was von der Welt sehen. Angriff. Alter! 35 dazu. Ja, ich werde sie ihm zeigen. So, war dahinter. Nee. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Da kommen wir wahrscheinlich noch hin. So, das sind noch Kisten. Da kommt man hin, okay. Indem man einfach den Weg hier entlang geht. Aber wie gesagt, alles absuchen. Die Secrets sind in Splatoon 2 um einiges schwieriger geworden. Ich hab gesehen, ich hab den einfach umgesprungen. Ich hab den richtig tot gesprungen, Alter. So, was ist jetzt hier? Es gibt so viele verschiedene Wege. Das Witzige ist, ich kann hier runterfallen. Um bloß wieder zurückzukommen. Mit dem Umweg. So. Jetzt ist aber die Frage, was bringt das, wenn ich diesen Weg da gehe? Der ist doch nur risky, oder nicht? Ich werde da auch gehen, aber ich will jetzt erstmal kurz diese Schiene aktivieren. Was ist going on hier? Ach so. Okay. Zack, Alter. Bam. Und bevor ich jetzt da hoch. Ach ne, oder wie lange. Hört ihr da auf? Ne, die hört da nicht auf, deswegen. Okay. Also mir gefällt das Level, das ist schön. Das ist echt cool gemacht mit diesen Schienen und die gefallen mir, diese neuen Schienen. Und ich habe den Ring nicht bekommen. Aber ich habe den Gegner cool bekommen. Also Ring. I coming for you. Ich brauche deine Fischeier. Ja, Leute, das sind Fischeier, ich weiß. Okay. So, kurz dahin gehen. Ui. Also man sieht schon. Habe ich ja ziemlich krass belohnt. Sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Das sieht spaßig aus. Manchmal wünsche ich mir, ich würde hier mein Leben riskieren. Ja, es sieht auch nicht nur spaßig aus, das ist spaßig, sowohl bestimmt für meine Wenigkeit im Spiel, als auch für mich. Es macht Bomben Spaß, dieses Level, wie ich es schon gesagt habe. Okay. Was geht hier ab? Nein! Wie böse ist das denn? Scheiße. Okay, warte. Wo der letzte. Ach, fuck, ich hab den Checkpoint ja schon aktiviert. Natürlich, was ist da oben? So, Komm, Colin. Nee, das ist nicht mehr drin. Das ist nicht mehr drin. Ich schaff das nicht mehr. Gar nichts mehr. Nee, das ist alles. Ja, das war aber auch ein bisschen verwirrend mit diesen ganzen Sachen. Okay, wir wissen, wo die eine Sache ist. Die werde ich reinschneiden. Ja, das andere kann ich jetzt nicht tun. Warte kurz. Das war eine dumme Idee. Ja, es geht nicht mehr. Ich wollte jetzt ganz stylisch versuchen,
da reinzuspringen, aber nicht mehr drinnen. So. Ja, ist nicht mehr drinnen. Das ist raus. So, ich glaube, ich habe auch die Karte, die Schriftrolle vergessen. Wir wissen immer, wo dieses eine Ding da ist, dieses andere Metallfischchen oder so. Drück mal mit Feuer im Laufen B, um zu rollen, nicht vergessen. Ah ja. Und sollte ich rollen? Ich bin noch. Aber immerhin, die Schriftrolle ist einfacher, denn man hat unendlich Versuche, sag mal so. So. Denn hier kannst du es mal wieder probieren. Also kein Grund zur Sorge. Das schafft jeder irgendwann. Der nicht so schnell aufgibt. Zack, der Ring markiert ja eigentlich auch schon, wann du losspringen musst, größtenteils. Zack. Und wie gesagt, wir wissen, wo das andere ist und jetzt können wir das dann wieder ganz in Ruhe beenden. Hier ist auch schon das Ziel. Zack. Cool, ich hätte es gerne im Flug noch komplett geschafft, aber trotzdem. Sehr gut. Damon. Die haben schon 12 Minuten gedauert, also die Level sind ordentlich. Okay. Dann werde ich euch. Lass mich mal in dein Waffenblock umschauen. Sehr gut, mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Heldendoppler erhalten, neue Waffe, Heldendoppler, drücke Plus, um die Waffe zu wechseln. Coupon erhalten, zeigt diesen Coupon Schwimmsen auf dem Inkopolisplatz. So. Eine Anleitung zum. Ist das ein Rechtschreibfehler? Auch Nintendo, ich bitte euch. Warum macht ihr Rechtschreibfehler? Ist das immer so? Es gibt kaum ein Spiel, wo sie es nicht schaffen, eigentlich keinen Rechtschreibfehler zu machen. Eine Anleitung zum Reichwerden von einer zwielichtigen Gestalt mit wirren Haaren. Ich habe locker 10 Millionen damit gescheffelt, in der Seitengasse abzuhängen. Und du kannst das auch. Fällt irgendwer auf solchen paar Schreien? Ich glaube mal nicht. Aber das ist angelehnt an Splatoon 1. Da war nämlich dieser Kerl in einer Seitengasse und hat die Muscheln haben wollen. Eine Anleitung zum Reichwerden. Von einer zwielichtigen Gestalt mit wirren Haaren. Ich habe locker 10 Millionen damit geschafft, in der Seitengasse abzuhängen. Und du kannst das auch. Fällt irgendwer auf solchen paar Schreien? Er hat diese Muscheln, die er erzählt, gesammelt und die gibt es ja selbst wieder in Splatoon 2. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, der heißt Iggy oder so. Iggy? Ich weiß es nicht mehr. Und der hatte diese Muscheln verkauft und somit dein Kleidungsinventar erweitert. Mit anderen Worten, du konntest mehr Effekte auf eine Kleidung bekommen. Und das hat er erweitert oder resettet, damit du zum Beispiel Fallschuh. Also du kriegst ja immer, wenn du einen neuen Effekt bekommst, wird durch eine Rotation, durch Glück deine Effekte festgelegt. Und wenn dir diese Effekte nicht gefallen, kannst du nochmal rotieren und dann kannst du für so eine Supermuschel entweder dein Inventar erweitern oder halt nochmal komplett neue Effekte bekommen durch diese Rotation. Genau, und dieser Typ könnte wirklich damit 10 Millionen verdient haben. Man weiß es ja nicht. Diese Dinger sind auch sehr selten. Die Muscheln sind sehr selten. Ja, wieder Easter Eggs randvoll. Okay. Das Dumme ist, wir müssen mit jeder Waffe, so wie es aussieht, also ich hätte 100% ansteuern. Ich muss jedes Level mit jeder Waffe spielen. Das heißt, jetzt werde ich wohl oder übel mal mit meiner Waffe reingehen. Und zwar. Ihm sind hier. Und ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich bei der Stelle wieder, wo dieses Ding da ist, okay? Bis gleich. So. Ich habe gerade dieses komische Fischdinge da eingesammelt und ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Level beendet habe. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, ein Level machen wir jetzt noch als Feier des Tages, weil das der letzte Part ist und weil es der extra Part ist, machen wir jetzt noch Level 6. Ich hoffe, euch hat es dann gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch, denn wie gesagt, die extra Parts werden um einiges cooler sein. Also cooler sein, werden lustiger sein oder einfach nur länger gehen, weil ihr es euch ja verdient habt. So. Invasion der Octozeps mit Vorgabe von Arty schon wieder. Was geht jetzt ab? Auf geht's! Gehen wir gleich rein. Ja, wir dauern ja auch. Gut. Nimm bitte das hier. So kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Halte beim Heldenkonzentrator für die maximale Reichweite ZR gedrückt. Du kannst sogar ein wenig schwimmen, ohne die Ladung zu verlieren. So hältst du deine Waffe immer aufgeladen. Das ist also die neue Sache. Genau, also das ist die Sniper in dem Spiel. Der Konzentrator. Und das sind die neuen Gegner. Ja, genau. Und das ist eben eine neue Sache. Und zwar war es immer so, wenn du die Sniper aufgeladen hast. Und du bist in die Tinte gegangen. Dann ist sie immer, warte, ich zeig's euch kurz hier, ausgegangen. Jetzt, wenn du allerdings nur eine kurze Weile, ich weiß nicht, wie lange das geht. Ja, nicht die ganze Zeit. Und zwar, wenn du, du siehst, du leuchtest ja, zack, bam, und dann tot. Du kannst, wenn du die Tinte gehst, das ist wie gesagt neu, du leuchtest, kannst du dann nach wie vor, wenn du rauskommst, schießen. Das ist gut, um als Sniper an deinen Gegner sich zu verstecken, umzudrehen und einen Schuss hinten reinzudrücken. Das ist extrem vorteilhaft. Genau. So, das ist auch neu, so komischen Haken. Wieder einer. Aha, die haben also doch einen Schwachpunkt. Dieses Octozeps wohl eine Schwachstelle haben? Ja. Und zwar oben drauf. Das kann man ja wissen. Okay, gut, das ist extra, glaube ich, so gemacht. Die Musik ist auf jeden Fall auch neu. Jetzt sammeln wir uns endlich ein, Kumpel. Soll schleißig sein. Aber hier. Zack, Alter. Gut so und weiter. Vielen Dank, Limone. Da unten ist auf jeden Fall eine geile Plattform, das sollten wir uns merken. Sie da runter können. Genau, okay. Ja. Also den Gegner sollten wir erstmal erledigen. Ich fange an diesen Überzahl. Zack. Naja, komm jetzt wieder zurück. Okay. Reicht mal den? Nee. Ist hier noch irgendwas? Ja, die Musik ist auf jeden Fall cool hier in dem Level. Ich kenne sie halt auch noch nicht, gell? Und das freut mich über neue Musik, neue Soundtracks. Die Ballons killen, weil diese Ballons sind immer, wie ihr schon gesehen habt, nützliche Sachen drin. Und zwar in den meisten Fällen viele von diesen Fischeiern. Du nicht entkommen hier. Diese Gegner haben alle so einen komischen Ballon auf, das ist voll cool. Ah, der Typ ist. Aber schön mit der Tinte fest, also einzigern lassen.
und dann schön die Ballon entfernt. Okay, das ist eine schwierige Stelle. Meine Güte. Erstmal Revier markieren. Also den Gegner entfernen. So, das ist nicht so ganz einfach. Nein! Was? Oh Gott, das ist, oh, das ist richtig böse. Das ist auch neu in Splatoon 2. Und zwar ziehen dich diese komischen Teleporter jetzt sofort, wenn du hier stehst. Ziehen dich einfach rein und schießen dich weiter. Das ist echt böse gemacht. Okay. Ja. Ob ich das einschneide, weiß ich nicht. Ihr wisst ja schließlich, wie man da rankommt. Einfach das Ding killen. Und dann dort langlaufen und das Ding ja schnell einsammeln. Und dann hat man es. Das ist ganz einfach. Nur, jetzt wisst ihr es durch mich. Diese, wie soll ich das nennen? Diese komischen Teleporter, Sprungfelder, die saugen dich ein, also nicht in eure Tintenfischform gehen. Sonst war es das mit euch. So wie gesagt, jeder geht dann jetzt extra so ein Ding als Zielscheibe. Die wollen euch halt wirklich. Die trainieren euch halt wirklich für eine Sniper. Nur in Splatoon ist es anders, die Gegner bewegen sich und auch mit diesem Doppler, die können zur Seite springen und dich dann abschießen, also. Ja. Was kann ich hier machen? Ach, hier sind auch wieder solche Haken. Okay. Gut, gut. Oh, ist das echt schon? Das ist ja eine geile Plattform. Da muss ich doch irgendwie hinkommen. Also so komm, auf normalen Wege komme ich da nicht hin. Deswegen muss ich erstmal gucken. Ich muss doch rein theoretisch. Ne, warte, hier war noch eine, gell? Ja. Oh, das sind so viele, das sind so viele, oh Gott. Ah! Oh fuck, Alter. Diese. Egal was das da unten ist, ist es verdammt schwer zu kriegen. Ach, ich hab's. Okay. Wo bringt's mich hin? Hui! Aber Achtung! Komm ich jetzt noch hoch? Natürlich nicht. Natürlich nicht! Oh, das ist noch machbar. Das ist noch machbar. Jawohl. Da ist doch ganz bestimmt. Ja. So, ansonsten ist das hier einfach nur ein Secret Path. Und wir haben ihn geklärt. Und zack, zurück. Aber wir hätten rein theoretisch die Chance, nochmal da zurückzugehen und. Warten, bis die rauskommen. Komm ich raus? Jetzt kommen sie raus. Also die sind echt gnadenlos, da kommst du auch nicht durch. Ich muss gleich meine Supertrank gleich einsetzen. Angriff! Sehr gut. Also ich mag diese Attacke am wenigsten, also diese Superattacke, die ich hier gerade gesehen habe. Die ist zwar, die ist cool designt und so, aber mir gefällt sie nicht. Die ist sehr schwach im Vergleich zu anderen Spezialattacken, die aber viel cooler sind. Und ja, das ist nur meine Meinung. Also für Snapper-Leute ist die gut, aber die Steuerung ist auch einfach nur sau schwer mit dieser Waffe. Weil du damit so schwer lenken kannst. Und ja, ja, das war mir doch voll klar. Na,
So ist es hier. Pfeile zeigen in die Richtung. Ja. Danke für den Tipp, Pfeile. Sehr gut. Letzter Checkpoint. Okay, das Level ist sehr schwer. Dankeschön. Das Level ist sehr schwer, aber wie gesagt, wir schaffen das schon. Mal gucken, wo es weitergeht. Da hinten ist noch so ein Zugpunkt, aber da sollen wir gar nicht hin. So. Da waren wir aber schon, also müssen wir irgendwas hier machen. Genau hier. Oh, also kurz an. So, jetzt gehe ich weiter. Alter! Alter! Was ist das? Ach, check! Stirb! Kein Tinte mehr. Hilfe! Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level hier? Wo muss ich denn hin? Ich kann den Land doch gar nicht hoch. So, wir müssen da hoch. Ah ja, okay, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen dieses Ding zu uns holen und uns dann treffen lassen und uns dann hochhangeln. Okay, genau so geht das. Also ein knallhartes Level. Aber wir haben es dann doch noch geschafft. Boah. Aber es war spaßig, das kann man sagen. Okay. Dann ist das Level auch geschafft und jetzt können wir echt mit 4 Waffen das Level beenden. Und das wird nervig. Lass mich mal deinen Waffenlock. Ja, das haben wir genau das gleiche. Wir können jetzt einmal den Heldenkonzentrator bekommen. Und ja. Hier die neue Schriftrolle. Was ist mit diesen beiden sich umarmenden Geschehen? Ganz gleich, wie groß die Liebe ist. Es gibt immer Unterschiede in den Zielen. Liebe kennt sehr viele Gestalten, egal zu welcher Zeit. Ist die Frage, was sieht man da drauf? Das sieht ja ganz komisch aus. Ja, deswegen auch Gestalten, oder was? Ach, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch irgendein Secret, aber ich weiß es nicht. Okay, das war's für diesen Part. Wir haben 2 Level geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen, um mich zu unterstützen. Wie schon gesagt, jetzt erstmal von Splatoon keine Parts mehr. Bis dem 23.03.2018 und dann geht es weiter mit dem Online-Projekt. Falls ihr es doch noch schafft, in Kürze auf einen anderen Part 5 Likes zu geben, werde ich mir das angucken und dann werde ich entscheiden, ob ich doch nochmal einen Part rausbringe. Das müsst ihr natürlich, das werdet ihr natürlich bestimmen. In dem Fall würde es dann natürlich mit dem Level weitergehen, allerdings natürlich nur. Ja, nochmal eine Vorgabe von Artie. Was geht denn hier ab, ey? Megaputz in der Seitengasse. Genau, da würde es dann weitergehen, natürlich nur, wenn ihr Likes gebt ordentlich. Nein, also wie gesagt, das war's für das Projekt und ihr könnt entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Wir sehen uns bis zum nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Bis dahin und ciao.